Das hier, das bemerkt eine Frau sofort. Frauen achten bei einem Mann auf drei Dinge. Warum Schüchternheit deine Geheimwaffe im Umgang mit Frauen ist und wie du als diskreter, zurückhaltender Mann einen unfairen Vorteil gegenüber all den anderen Angebern hast, erfährst du jetzt. Sie will keine Labertasche, keinen Arsch. Sie will, dass du die Klappe hältst und sie will von dir verführt werden. Ich bin Andy Friday und wenn du Frauen flachlegen, einfach so in dein Bett kriegen und dahin manipulieren willst, dann werden dir meine Tipps nicht helfen. Dieser Kanal ist dann für dich, wenn du neben dem Sex auch eine tiefe Verbindung mit Frauen willst. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann überleg dir doch mal, einen YouTube-Account anzulegen, zu abonnieren und drück auf die Glocke. Du musst Frauen verstehen können. Frauen wollen keinen Mann, der rumlabert. Intelligente Frauen vor allem. Sie wollen, dass ihr Geheimnis bei dir sicher ist. Welches Geheimnis? Ich verrat's dir. Frauen sind eigentlich viel verruchter, als wir es glauben mögen. Sie wollen vögeln, sie wollen ekstatischen Sex haben und sie wollen eine tiefe Verbindung. Und darum suchen sie nach einem Mann, der ihnen beides geben kann. Und das machen Frauen, indem sie Männer ständig in ihrer Umgebung testen. Wie testen Frauen uns Männer? Im Grunde genommen, indem sie sich ansprechen und verführen lassen. Erstens kann der Mann Interesse zeigen. Das kann, wie du und ich wissen, natürlich auch richtig schief gehen. Aber es ist immens wichtig, dass wir unser Interesse zeigen. Ansonsten geht es auch in die Friendzone. Wie zeigst du einer Frau also dein Interesse auf eine attraktive Art und Weise? Sie muss merken, dass du völlig unabhängig von ihrer Reaktion bist. Wenn es dir total egal ist, was sie darauf antwortet, wenn du ihr zeigst, dass du sie magst, dann wirkst du auf sie attraktiv. Das kannst du direkter machen oder weniger direkt. Eine weniger direkte Art ist dein Augenkontakt. Frauen schauen grundsätzlich, wie gut du den Augenkontakt mit ihnen halten kannst. Sie achten bei all den Männern in ihrer Umgebung, bei der Arbeit, in ihrem Freundeskreis oder wenn sie abends weggehen, darauf, welcher der Männer am meisten den Augenkontakt mit ihr halten kann, wer unabhängig ist und wer langsam und ruhig mit ihr sprechen kann. Und das kannst du, auch wenn du dich noch nicht unabhängig oder selbstbewusst fühlst. Wie du einer Frau zwei richtig gute und attraktive Komplimente gibst, das gebe ich dir in diesem Video. Zweitens, geht der Mann den ersten Schritt. Wenn du es schaffst, sie anzusprechen und dann noch eine Minute mit ihr zu reden, dann hast du den ersten und wichtigsten Test auch schon geschafft. Einsteigen kannst du ganz unschuldig und auch ohne direktes Interesse zu zeigen. Ganz subtil kannst du sie zum Beispiel nach ihrer Meinung fragen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass unser liebstes Gesprächsthema unsere eigene Meinung ist. Du kannst sie zum Beispiel fragen, ich habe mir gerade überlegt, mit einer neuen Netflix-Serie anzufangen und ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Was schaust du denn zurzeit? Und die dritte Fähigkeit, auf die Frauen achten, ist Diskretion. Manche können sie und andere nicht. Wenn du Frauen wirklich das geben möchtest, was Frauen wollen, dann geht das nur diskret. Und das checken die ganzen Schreihälse, Angeber, Arschlöcher oder Möchtegern-Alphas nicht. Diskretion ist deine Geheimwaffe als schüchterner Mann. Und ich erkläre dir jetzt ganz genau wieso. Nochmal, Frauen suchen nach einem Partner, mit dem sie alles teilen können. Nicht zuletzt ihr Bett. Aber wenn ihre Arbeitskollegen oder ihre Freunde mitbekommen würden, dass sie auf den Mann oder den Mann steht, dass sie mit ihm oder ihm schlafen möchte, dann befürchtet sie, wäre sie bei allen unten durch. Dann würde sie als Schlampe gelten. Und dieses Brandzeichen ist für viele Frauen das absolut Schlimmste. Darum sind sie auf deine Diskretion angewiesen. Frauen filtern Männer, die zu viel rumlabern, aus. Denn das sind die Kerle, die ihr Geheimnis höchstwahrscheinlich rumplaudern würden. Und darum sortieren sie diese Kerle direkt in den Sondermüll. Sie will nicht, dass der Kerl all seinen Jungs von ihrer gemeinsamen Nacht erzählt. Zu viel Gefahr. Und weil das so kritisch ist, rede ich davon in diesen Videos oder mit meinen Teilnehmern in meinen Coachings. Nehmen wir an, du kennst sie vom Arbeitsplatz her. Immer wieder mal habt ihr Blickkontakt ausgetauscht und vielleicht schon das ein oder andere Mal miteinander geplaudert. Was sie jetzt braucht, ist ein Vorwand, um dich außerhalb des Arbeitsplatzes zu treffen. Ein freundschaftliches Treffen. Kein Date. Du brauchst sie am Arbeitsplatz noch überhaupt nicht dein Interesse zu signalisieren. Noch nicht. Sprich mit ihr zum Beispiel das Thema Musik an. Und dann frag sie, ob sie diese eine Bar mit diesem einen bestimmten Namen kennt, weil dort spielen die richtig coole Musik. Oh, du kennst sie nicht? Ah, dann muss ich dir die unbedingt mal zeigen. Hier, komm, wir tauschen mal Nummern aus. Was sie hier von dir braucht, ist lediglich, dass du den ersten Schritt machst und dass sie im Nachhinein allen anderen erklären kann, oh nein, nein, wir haben uns nur freundschaftlich verabredet, falls sie sie darauf ansprechen. Unter dem Radar wisst ihr aber beide, dass da mehr Funken zwischen euch sind. Und genau das
macht eure Interaktion auch so attraktiv. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Gib ihr im Arbeitsverhältnis einen Vorwand, sodass sie die Ausrede hat, dich diskret zu treffen. Sobald ihr euch abends trefft, ist sie ein Mädchen wie jedes andere auch. Und beim Treffen kannst du alle drei Faktoren miteinander vereinen. Das sagst du ihr zum Beispiel mit diesem simplen Satz. Du, ich möchte nicht, dass das irgendjemand bei der Arbeit mitkriegt, aber ich finde dich echt attraktiv. Und dann schaust du ihr einfach in die Augen, ziehst deine Lippen dezent nach oben und sagst für 3 Sekunden gar nichts mehr. Und dann wechselst du das Thema. Boah, weißt du, was mir die Buchhaltung neulich erzählt hat? Das glaubst du nicht. Wenn sie danach nicht anfängt, von ihrem Freund zu reden oder dass sie gleich gehen muss, dann mag sie dich. Brief und fucking Siegel. Ich weiß jetzt, was du denkst. Puh, das hört sich gar nicht so schlecht an. Ich will das irgendwann mal ausprobieren. Aber genau da liegt das Problem, oder? Du hast es noch nicht ausprobiert. Und du willst es noch weiter vor dir herschieben. Wenn du also endlich einen Arschtritt willst und einen klaren Leitfaden bekommen möchtest, neben den Frauen aufzuwachen, die du willst, dann telefonieren wir und gehen diese Scheißsache endlich an. Dann finden wir gemeinsam raus, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Klicke dazu auf diesen Link. Es ist 5 Uhr in der Früh und ich bin eigentlich todmüde. Aber ich muss jetzt unbedingt berichten, denn das erste Highlight heute war, dass ich ganz in der Nähe von meiner Wohnung auf der Straße ein Mädel gesehen habe. Das ist einfach ein Wundermittel, weil einem dadurch wird so ein Interesse geweckt und das hat bei mir total gut gewirkt. Und dann sind wir auf ihr Zimmer gegangen und ja, da ging es dann zur Sache. Eigentlich unbeschreiblich, weil ich kann es jetzt noch nicht verarbeiten, was gerade alles passiert. Schlaf habe ich in letzter Zeit wenig, aber ja, dafür erlebe ich ganz viele tolle Sachen.